Hallo, liebe Fahrradkanal-Zuschauer. Dieses Mal möchte ich Sie gerne persönlich durch den Film kommentieren. Ja, es geht bei dieser Tour von Altenahr bis nach Bad Bodendorf. Ja, wir haben leider an dem Tag nicht mehr geschafft. Die Zwischenpausen in Bad Neuenahr, die waren sehr schön und ausgiebig und zwischendurch gab es auch noch Eis. Deswegen ja, sind wir nicht ganz bis zu unserem Ziel, bis nach Remagen gekommen. Aber es macht ja nichts. Die Tour ist ja dennoch schön. Ja, wir starten gerade in Altenahr von dem Parkplatz und bewegen uns jetzt gerade hier am Ufer der Ahr entlang Richtung Bahnhof. Übrigens dran denken, in das Video ist ein 360-Grad-Video und man kann sich den Ausschnitt, den Bildausschnitt im Video selber aussuchen. So, hier sind wir am Bahnhof angekommen. Ja, und die Bahntrasse, die startet auch direkt hier am Bahnhof. Also wenn man mit dem Zug von Remagen bis hier hinfahren würde, steigt man aus und man kann direkt auf der Bahntrasse Richtung Rhein losfahren. Ja, wir überqueren hier gerade das Viadukt. Dort unten haben wir geparkt und es geht auch schon direkt durch den Tunnel. Ja, dieses Teilstück wurde 2015 im Frühjahr fertiggestellt und man kann, bis dahin sind wir allerdings auch früher die A-Schleife gefahren bzw. geradelt durch das schöne Langficktal. Ja, es ist zwar da schon mal ein bisschen eng, aber man kann dort durchaus die schöne Schleife fahren. Aber dann muss man von Altenahr, von dem Parkplatz unterhalb des Viadukts, direkt neben der A weiterfahren. Ist wohl als Fahrradweg nicht unbedingt ausgeschildert. Hier geht es über eine schöne Holzbrücke. Und hier geht es direkt mal eben mitten durch einen Weinberg. Hier eine kleine Rampe, die wieder hochführt, direkt neben den Bahngleisen. Das ist ja auch eine Besonderheit auf diesem Abschnitt, dass der Fahrradweg, der separat ist, sehr oft als zweites Gleis quasi neben der vorhandenen noch aktiven Bahnstrecke verläuft. Hier sind wir auch schon in Maischoß und es geht jetzt schon durch den Tunnel in Maischoß. Das ist sehr angenehm im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Es ist angenehm kühl dort drinnen.
Wir hatten gerade schon den Bahnhof Rech passiert. Hier ist ein kleiner Schlenker über eine Straße, aber es ist nur ein kurzes Stück und man kann direkt wieder links abbiegen. Ja, man muss allerdings ein bisschen aufpassen auf die Autos, die da dann hinter einem sind. Aber es geht. So, jetzt sind wir hier wieder neben dem Bahngleis. Und es geht hier, jetzt muss ich mal schauen, Richtung Dernau. Das geht hier parallel zu dem Bahngleis. Wir biegen hier kurz vor dem Bahnhof rechts ab, über eine schöne Steinbrücke. Da stand gerade ein Schild, dass man die Brücke zügig überqueren soll. Wir haben uns gefragt, ob die einkracht, wenn man drauf stehen bleibt. Hier war gerade das Weinkontor. Ich bin natürlich dort mal kurz reingegangen, um nach einem Weinchen zu schauen. Ja, hier schon eine neue Umfahrung für Radfahrer. Ja, und hier kommt jetzt ein wunderbares, schönes, eine Eisdiele. Leider war da sehr viel los an dem Tag und deswegen habe ich es vorgezogen, noch die paar Minuten auszuhalten bis nach Bad Neuenahr. Ja, deswegen bin ich dann weitergeradelt, beziehungsweise sind wir weitergeradelt. Das Eiscafé heißt Abruzzo und da war halt eine sehr lange Schlange. Die Stelle gerade vorhin ist so ein bisschen tricky. Da muss man direkt scharf rechts abbiegen. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Dass man da nicht so schnell fährt. Sonst fällt man da noch um. Oder fährt jemanden um, der da hochkommt in den Gegenrichtung. Dies ist hier auch eine kleine Umfahrung. Früher konnte man da vorhin geradeaus fahren, aber anscheinend haben sich wohl Spaziergänger beschwert oder Wanderer oder Fußgänger. Ja, seitdem muss man hier leider einen kleinen Schlenker machen und durch die Gildenstraße fahren. Ja, diese führt natürlich dann auch wieder direkt zum einen Weinberg und man hat natürlich auch einen schönen Blick auf das Schloss oder was auch immer das ist. Ja, es nennt sich Ursulinenkongregation Kalvarienberg Ahrweiler. Da angeschlossen ist natürlich auch noch ein Gymnasium.
das auf dem Kalvarienberg seine Unterkunft bzw. für die Schüler dort eingerichtet ist. Wir haben da ein bisschen vorhin abgekürzt, sind nicht unbedingt auf dem Fahrradweg gefahren und ja, ich fand das mal ein bisschen besser. Dafür muss man jetzt hier allerdings auch wieder ein bisschen auf der Straße fahren, aber das bleibt einem so oder so nicht überspart, um dann hier direkt vor dem Altstadttor rauszukommen, von Bad 9a, von der Altstadt. Das ist das A-Tor. Und hier geht es dann auch direkt schon in die Altstadt oder durch die Altstadt von Bad 9a. Ja, es ist ja eigentlich Ahrweiler und Bad 9a-Ahrweiler. Das ist eigentlich der Altstadtteil von Ahrweiler. Ja, wie man sieht, viel los. Ja, wo wir gleich auf dem großen Platz rauskommen werden und wo wir eigentlich Kaffee trinken wollten. Aber leider stand zwar dran Kaffee und ich meine, wir hätten da früher auch Kaffee getrunken. Ja, aber ja, Kaffee hätte es wahrscheinlich gegeben, aber Kuchen leider nicht. Und dementsprechend haben wir uns dann einen Eisbecher bestellt. Zumindest ich, wie man sieht. Und ja, so begeistert war ich da nicht von. Und irgendwie fehlte mir dann doch noch der schöne Kuchen. Aber hier wollte ich dann auch nochmal in dem Weinkontor nach einem Weinchen gucken. Hat mir aber nicht so zugesagt. Ja, und jetzt machen wir uns wieder weiter auf den Weg und suchen noch nach einer Konditorei, wo es noch ein bisschen leckeren Kuchen gibt. Wie man sieht, ist da sonntags hier natürlich viel los. So, den Kuchen haben wir schon eingepackt in der Satteltasche und wir suchen jetzt uns ein schönes schattiges Plätzchen, wo wir dann den Kuchen verzehren wollen. Jetzt geht es hier durch bzw. an der A entlang durch die Stadt bzw. in der Randzone von Bad 9a Ahrweiler und wir fahren natürlich flussabwärts Richtung Rhein und wir werden dann so in etwa der Höhe des Spielcasinos oder die Spielbank werden wir dann unseren Kuchen auspacken an einer schönen Bank und den essen. Ja, weiter geht's. Ja, das kommt dann natürlich auch noch mal dazu. Sonntags ist hier immer der Bär los.
Vor allen Dingen bei so einem Wetter. Ja, dann muss man da auch schon nochmal über die Wiese fahren. Ja, da ein Eiswagen. Also verhungern muss man auf dieser Tour zumindest nicht. Verdursten sowieso nicht. Aber man sollte natürlich nicht allzu viel Wein probieren. Vor allen Dingen, wenn man noch radeln will. Das könnte vielleicht ja mal schief gehen. Unser Kuchen-Picknickplatz ist erreicht. Ja. Ich hatte dann noch die Idee, irgendwie war mir noch nach einem Eis zumute. Und zum Glück war das natürlich nicht weit hier vom Einkaufszentrum von Bad 9a. Ja, da war dann natürlich direkt eine Eisdiele. Ja, die wurde natürlich direkt ausgenutzt und lecker Eis gekauft. Ja, jetzt ist die Frage, wohin? Ein schönes Plätzchen im Schatten, weil es war ziemlich warm. Ging an dem Sonntag so um die auf die 27, vielleicht auch 30 Grad zu. Schattiges Plätzchen suchen. Jo, Eis ist alle und schon geht's weiter. Übrigens auf der rechten Seite von der A ist der Kaiser Wilhelm Park. Ja, das denke ich mal gehört da alles zu den Casino- und Kurparkanlagen, wo man dann auch schön spazieren gehen kann. So, gerade haben wir die N266 unterquert und gerade hier die Stützpfosten waren von der A61 über uns. Auf der rechten Seite befindet sich die N bzw. die B266, eine ausgebaute Bundesstraße als Schnellstraße. Hier rechts mal eine Stützmauer davon, aber man kriegt Gott sei Dank nicht sehr viel mit davon. Zur linken natürlich die A. Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe. Dieses Video ist ja ein 360-Grad-Video. Man kann also sich den Ausschnitt selber auswählen, den man mal schauen möchte. Ne? Jetzt haben wir schon Heimatsheim. Sind wir schon vorbei. Das ist auch eine Bahnstation. Das Schöne ist ja auf diesem auf dieser Tour, dass wenn man eigentlich keine Lust hat mehr oder nicht mehr kann oder will oder das Wetter nicht mitspielt, dann
kann man sich den nächsten Bahnhof anpeilen und in den Zug setzen und halt wieder zum Ausgangspunkt zurückfahren. Hier, das sind so eine Art Auen. Hier durchfließt der Mühlenteich als Bach und fließt dann in die Ahr. Ja, und schon geht's stramm Richtung Bad Bodendorf zu. Hier haben wir die Brücke von Bad Bodendorf erreicht. Wenn wir jetzt weiterfahren wollten Richtung Rhein, dann müssten wir hier gleich wieder rechts abbiegen und könnten dann auf dieser Seite der A weiterfahren. Ist übrigens auch eine sehr schöne Strecke. Man kann dann unten am Rhein, wenn man möchte, noch ein ganzes Stück weiterfahren, entweder Richtung Norden, Richtung Bonn oder eben Richtung Süden. Ja, wir haben uns aus Zeitgründen, damit wir unseren Zug noch bekommen, dafür entschieden, nicht mehr bis Remagen zu fahren, damit wir hier den Rückzug noch mitnehmen können und damit es nicht zu spät wird. Ja, die Schalter für die Fahrkarten sind ja auch immer wieder ein Abenteuer, aber hier in Rheinland-Pfalz ist zumindest die Fahrradmitnahme an Sonn- und Feiertagen, ich glaube sogar samstags, kostenfrei. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Leider waren natürlich wir nicht alleine in dem Zug. Der ist sehr gut besucht. Hier sind wir auch schon wieder in Altenahr an unserem Ausgangspunkt. Ja, und wir radeln jetzt dieses Mal außen auf der Straße entlang, um zu unserem Parkplatz zu gelangen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und hoffe, das Filmchen hat euch gefallen.